Sehr schön. Ja, herzlich willkommen zum Vibers Leadership Track. Neben mir steht Julia. Genau, Julia ist unsere Kanban-Trainerin und genau. Heute mit den Malte zusammen hier, Vibers GF-Führung und unser Scaled Agile-Experte. Genau, und wir haben einen Vortrag ausgewählt, John. Wir haben den ganzen Leadership Track gestaltet, weil wir sind Managementberatung, haben ganz viel Erfahrung in Change und agiler Transformation. Von daher war das so ein bisschen unser Steckenpferd. Von daher haben wir diesen Track gestaltet und hatten, genau, seinen Vortrag fanden wir einfach cool. Julia wird gleich sagen, warum. Und ich habe noch ein paar Worte zu John selber. Genau, ich habe nämlich verstanden, er ist professioneller Snowboarder und du hast wann? Warst. Und hast 1999 die Junioren-Weltmeisterschaft gewonnen. Und dann hast du, glaube ich, irgendwie festgestellt, du musst irgendwie anders Geld verdienen. Und bist Softwareentwickler geworden, ja? Ist das ungefähr die Zusammenfassung? Ja, amazing. Okay, cool. Da haben wir es hier richtig mitbekommen. Genau. Wunderbar. Genau, du hast uns den Vortrag mitgebracht. Guerilla-Organisation Enablement, Developer-Driven Transformation. Das steht ja auch schon. Und fanden wir super spannend. Wie bekommt man denn da so Eigeninitiative hin und Respekt für das Gesamtsystem? Und Guerilla, es klingt auch so ein bisschen nach Chaos. Macht da jeder, was er will? Also, wir sind super gespannt. Und jetzt gar keine weitere Zeit verschwendet, nur frei für John. Ja, Dankeschön. Viel Spaß und viel Spaß. Ich fahre gern Fahrrad auf die Arbeit. Ich habe meinem Chef gesagt, das ist wegen Armut passiert, aber eigentlich höre ich gerne E-Bücher zu. Solche Bücher, wir sind so eine agile Runde hier. Vielleicht habt ihr einige von diesen Dingen gelesen. Zum Beispiel Turn the Ship Around über einen U-Boot-Kapitän in Amerika, der in der allerschlimmste U-Boot in der US-Flotte eingestiegen ist und nach einem Jahr war es der allerbeste U-Boot in der Flotte. Oder dieses Buch über Pixar, der CEO von Pixar hat es geschrieben. Als Disney Pixar gekauft hat, konnte Disney keine guten Animationsfilme machen zu der Zeit. Ja, ihre goldene Zeit war vorbei und dann haben sie gesagt, okay, der CEO von Pixar wird auch der Chef von der Disney Animation Studio sein. Und innerhalb kurzer Zeit haben sie auch wieder Hit-Movies produziert. Und noch ein krasseres Beispiel, die Numi Fabrik, GM-Fabrik in Kalifornien. Sie haben Krieg gehabt, die Mitarbeiter haben Krieg gehabt gegen die Managers. Sie haben mit Absicht Autos zerstört, also Bolzenlocke gemacht. Die hatten alle Arten von Drogenhandel, Prostitution, alles, was du dir vorstellen kannst, in der Fabrik selbst. Und nach einer Weile wurde die Fabrik geschlossen, ja, weil es kein Geld gemacht hat, irgendwie. Aber als Toyota einen Fuß in die Tür kriegen wollte in Amerika, haben sie so eine Mitarbeit mit GM gemacht. Und GM hat gesagt, wir haben doch eine Fabrik, wir können den nutzen. Und die Werksleute haben gesagt, jo, wir können die gleichen Leute anstellen, ist ja super. Ja, also die sind alle halt arbeitslos. Und Toyota hat gesagt, wir machen das. Ja, weil wir wissen, dass unser System so gut ist, wir werden diese Leute auch mitnehmen können. Und tatsächlich, nach in kurzer Weile, haben sie mit 70% von den gleichen Leuten die beste, also qualitativ beste Autos in Nordamerika gebaut, da in der Fabrik. Und diese Geschichte, die interessieren mich, ich finde sie so aufregend, weil die gleichen Leute meistens, ja, hauptsächlich die gleichen Leute, haben dann mit einer anderen Umgebung ein komplett anderes Ergebnis geschafft. Und es ist so cool, aber man merkt etwas. Ist immer der Chef, der CEO, der absolut kommt immer von ganz oben. Und das ist ein kleines Problem für mich als Entwickler, weil ich so komme dann irgendwann an bei der Arbeit und ich mache das Audiobook aus und ich bin halt Entwickler und wir haben nicht so einen CEO, wo ich arbeite. Und komischerweise hat keiner mich gefragt, hey, kannst du bitte meine Organisation transformieren? Ja? So arbeitet man halt ein paar Jira-Tickets ab und weiter geht das Leben. Ich habe über die letzte Zeit mehr und mehr dieser Akzeptanz in Frage gestellt. Kollegen von mir sagen, ja, du kannst nichts machen, du hast kein Mandat. Und das stimmt irgendwie. Aber ich hatte eine Erfahrung neulich, was wirklich absolut für mich festgemacht hat, hey, das werde ich nicht mehr akzeptieren.
Ich war in einem Projekt und ich bin als IT-Consultant unterwegs. Codecentric heißt die Firma, wo ich arbeite. Und der Kunde ruft an und sagt, wir müssen loslegen, jetzt, schick Leute. Es ist immer dringend. Dann haben wir ein Team zusammen und wir haben ein Team dahin geschickt. Ich nenne diese Geschichte, ihr könnt schon wissen vielleicht, wo es hingeht, a feature without a product. Wir haben so ein Team gefunden an das typische Chaos, ein Release Date 9 Monaten, dann wurde das Release Date mehrmals geschoben und dann hat man so ein Systems Team. Das Systems Team ist halt ein Flaschenhals für alle die anderen Teams und wie immer, dafür ist das Systems Team da, um ein Flaschenhals zu sein. Und mein Team, also ich bin gelandet in einem Magazine-Team, das war so ein Medienprodukt und wir mussten Magazines-Feature bauen. Und unser Team ist eigentlich, hat funktioniert. Wir haben gut gegellt, wir haben gut gearbeitet, wir haben wirklich was produziert und irgendwann haben wir gesagt, hey Leute, zum Management, wir können eigentlich jetzt releasen. Also von unserer Seite, das Ding, das ist good enough. Und es gab aber ein Problem. Ja, der Rest von den Features und Produkt, die wir eigentlich releasen wollen, ist nicht bereit, ist nicht fertig. So, ja. Und wir hatten so quasi ein Feature entwickelt, ohne ein Produkt, in dem wir es releasen könnten. Ja. Und das fühlt sich irgendwie blöd an. Ja. Also da bist du ein bisschen begrenzt in deinem Impact. Und zu dieser Zeit bin ich in Urlaub nach England gegangen, war in einem Café und das hieß Tuttle Coffee Shop. Das ist tatsächlich ein Foto vom Tuttle Coffee Shop. Es war ganz neu. Diese Woche, wo ich da war, wurde es geöffnet. Es war nicht mal in Google Maps. Ich habe gedacht, ich lade es in Google Maps hoch. Warum nicht? Und nach einer Woche, 2 Wochen nach dem Urlaub kriege ich diese Mail von Google. The place you added is making a difference. 10.000 Leute haben das angeguckt. Ich kriege immer noch diese Mails von Google. Mittlerweile habe ich 1 Million geknackt. Ja? Google schickt diese Mails, weil sie wissen, dass wir wollen einen Impact machen. Ja, das ist, was wir eigentlich wollen. Wir wollen etwas erreichen, etwas wirken. Und ich dachte, hey, in 15 Minuten von meiner Freizeit habe ich mehr Impact auf die Welt gehabt, als in 1 Jahr Vollzeit-Softwareentwicklung. Etwas ist hier schief. Dann habe ich gesagt, okay, ich akzeptiere das einfach nicht mehr. Ja, ich habe kein Mandat, es ist mir jetzt mittlerweile wurscht. Ich tue, was ich kann. Ich werde anfangen zu versuchen, Organisationen vor sich selbst zu retten. Ohne, mit Mandat, was auch immer. Und das ist, wie ich so, was ich jetzt, mein Chef bei meinem, bei Concentric sagt, ja, du bist so Guerilla unterwegs. Deswegen habe ich das Guerilla Organization Enablement genannt. Ich habe kein endgültiges Rezept, das alle anwenden können, aber ich bin auf einem Weg und ich probiere Dinge aus und ich habe gewissen Erfolg gehabt mit gewissen Techniken. Und heute möchte ich einige Dinge mit euch teilen, die ihr probieren könnt, vielleicht für euch persönlich, im Team und dann als nächster Schritt irgendwann vielleicht draußen gegen die ganze Organisation. So ein paar Ideen, vielleicht habt ihr auch Ideen, vielleicht die Hälfte von den Dingen macht ihr schon, das würde mich freuen. Vielleicht habt ihr am Ende neue Ideen für mich. Wir legen los. Erste Problem, ja, Meetings. Ist das nicht jedes Projekt? Ah, so viele Meetings. Ja. Wie viele Projekte gab es, wo in Retros dann wieder das Thema zu vielen Meetings kommt? Wie kann man aber das Problem lösen? Ich habe eine Technik, ich nenne das Do, Then Discuss. Ja. Meistens wollen wir besprechen in Detail alle die Möglichkeiten, was wurde passiert, was nicht, wie viel Angst ich habe drüber. Und dann machen wir das. Und viel effektiver. Man mag es einfach und danach diskutiert man, ob es funktioniert oder nicht. Und viele Dinge kann das ganz gut funktionieren. Das kannst du persönlich machen. Leute machen das persönlich. Ich probiere das einfach aus, sagen sie. Oder im Team, wenn jemand sagt, hey, warum machen wir das Daily nicht so und so, damit wir so reden über die Issues reden, statt über die Personen, was auch immer, verwende jetzt keine halbe Stunde, um zu diskutieren, ob das eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee. Sag einfach, ja, lass uns das machen. Wir probieren das und in 2 Wochen diskutieren wir das. Da schneidest du die Diskussion ab und wenn ihr diese Diskussion habt, dann die Leute reden alle von Erfahrung. Die haben es probiert, die wissen, wie es geht, wie es war. Dann können sie viel
besser das Thema diskutieren. Und das kann man dann weitertreiben, das kann man in Technik machen. Also wir haben in Source Code, haben wir Revision Control, wir können immer Changes reverten. Leute sind sehr, manchmal sehr protective über den Quellcode. Aber eigentlich kannst du viele Dinge einfach ausprobieren. Wenn jemand eine Idee hat, dann mach's halt und dann gucken wir das an, wie es sich fühlt. Eine andere Sache, was viele Leute tun, sie wollen immer erzählen, hey, diese Umgebung ist nicht agil genug, ja, also safe ist schlecht, wir machen alles safe, ist doof und blablabla. Es ist eine Klassiker, ja, über Safety zu beschweren, weil du kommst nirgendwo hin mit diesen Beschwerden. Was wir gemacht haben, statt uns über Safe zu beschweren, wir haben einfach irgendwann, als das Produkt, die wir entwickelt haben, eigentlich released wurde, haben sie trotzdem unseren Teil nicht freigeschaltet. Die wollten die anderen Kernteile haben. Wir wollten aber unsere Teile haben, freigeschaltet haben. Und statt sie zu erzählen, wie sie es machen sollen, und lange Diskussionen, haben wir einfach in einem System-Demo mit 100 Personen gezeigt, ich habe einen Feature-Flag eingebaut. Und dieser Flag hat so das freigeschaltet für mich, also für die Users, die wir gelistet haben. Und dann habe ich im System-Demo gezeigt, oh ja, hier ist Produktion und wenn ich hier einlogge, so das habe ich nachgemacht, das ist nicht das Produkt. Und wenn ich einlogge, oh, da ist Magazines, ja. Und wer auch Magazines haben will, soll mich sein User-ID schicken und dann kriegst du es auch. Ich hatte ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber interessanterweise, die ersten zwei User-IDs, die ich gekriegt habe, waren von den obersten Managers von diesem ganzen Ding. Die fanden es cool. Also die wollen es haben, auf jeden Fall. Dann hatten wir danach eine super interessante Unterhaltung mit einer Produktmanagerin, die dann gesagt hat, okay, wie funktioniert das? Wow, das heißt das, hat sie da sehr gute Fragen gestellt. Kann ich jetzt einfach 15% von den Kunden freischalten, jetzt ohne, dass sie da eingetragen sind? Ja, kannst du machen. Und wir haben so eine Unterhaltung gehabt, statt einer Basisunterhaltung zu haben. So, du sendest Gas. Nächstes Problem, Silokultur. Finden wir an vielen Stellen, jeder arbeitet, kocht sein eigenes Süppchen und arbeitet nicht zusammen. Ich habe, und das braucht schon ein bisschen Eigenmotivation von den Leuten, aber ich habe herausgefunden, man kann es einfach vorleben, wie es sein soll. Ich war in einem Unternehmen und ich nenne das Help Others Before Yourself. Wir waren in einem Unternehmen und die hatten so ein Dokument und dieses Dokument hatte so, wie man Git-Commits formatieren soll und wie man Urlaub beauftragt und was auch immer. Also bunt gemischte Dinge. Und einer von den Dingen war Help Others Before Yourself. Und ich dachte, wir probieren das einfach aus. Ja? Dann fingen wir an, hey, jemand will ein Code-Review von mir haben. Dann lasse ich das nicht warten bis Ende des Tages, wenn ich so fertig mit meinem Zeugs bin und nicht aus meinem Flow komme und was auch immer. Ich mag es einfach. Das habe ich dann gemacht. Und wir fingen an, im Team so zu agieren. Es ist interessant, wie du andere Leute mit diesen Einstellungen eigentlich beeinflusst, dass die es auch machen. Und es lief sehr gut. Und diese Einstellung haben wir irgendwann gesagt, hey, wir tragen das nach außen gegenüber anderen Teams. Die Teams wollten was von uns. Haben wir gesagt, okay, wir nehmen ein bisschen Zeit, was brauchst du? Ja. Und haben wirklich priorisiert, was wollen die anderen von uns? Und diese Einstellung hat sich schon ein bisschen verbreitet in dieser Organisation. War krass eigentlich, was wir dann von anderen Teams zurückbekommen haben. Okay, ich dachte, das war noch ein Slide. Anyway, funktioniert gut, kann ich empfehlen. Nächstes Problem ist, you want best practices IT. Ja, also wenn ich sage über Developer-Driven Transformation, übrigens der Begriff Developer-Driven, habe einfach gewählt, weil ich wusste nicht, wie Bottom-Up Transformation von Englisch auf Deutsch übersetzen. Das heißt, wenn du kein Entwickler bist, ist ja okay. Also du darfst auch dich, wenn du nicht in der obersten Schicht von Management bist, dann darfst du dich auch so angesprochen fühlen. Aber als Entwickler will ich so meine Revolution mit Best Practices IT begründen, also starten oder das unterlegen, untermauern, sagen wir so. Und das ist aber ein Problem, wenn du dann sagst, okay, in meinem Team kann ich die Leute mitnehmen, kann ich Knowledge austeilen und so, aber wie kann ich jetzt in der Organisation Leute dahin bringen, gut zu entwickeln, gute Praxis anzuwenden? Und meine Lösung heißt
Make Excellence Easy. Das ist so ein grundsätzlicher Denkweise. Die meisten Leute, sie wollen es einfach. Das ist auch richtig so. Wir wollen ja nicht Arbeit verschwenden. Wir wollen ja die Sachen so einfach wie möglich tun. Und für die meisten von uns Entwickler, das heißt so ungefähr so, der Barry will bla bla bla, ich will das, das. Aber eigentlich will ich ein Grafana-Board, die ich eigentlich so copy-pasten kann von jemandem. Ja? Kann mir jemand das geben? Weil das ist der Grundsatz von Softwareentwicklung heutzutage, ist copy-paste. Ja? Und wichtig ist, dass die Quellen, woher die Leute kopieren und pasten, gut sind. Ja? Dass die wissen, wo sie Sachen herkriegen und dass du gute Beispiele für sie hast. Zum Beispiel, ich habe in einer Organisation, fingen wir an, Continuous Deployment of Production. Habe das aktiviert für ein paar Services, wo ich verantwortlich war. Und irgendwann hat jemand anders das gesehen, gesagt, hey, cool. Und hat es auch für sich kopiert, hat gesehen, das funktioniert, hat es für sich kopiert. Und innerhalb 18 Monaten haben wir 10-fach so viel Releases to Production gehabt an dieser Stelle. Und es war einfach so, ich zeige das vor, wie es geht und Leute kopieren das. In einem anderen Unternehmen habe ich gesehen, dass immer wieder die Leute haben schlechte Pipelines oder schlechte Grundlage in gewissen Stellen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir, wir haben immer auf die Codebeispiele, da waren Codebeispiele vom Systems Team in Confluence und ich habe sie immer verbessert und irgendwann habe ich Spotify Backstage aufgestellt, um so Templates zu haben. Ja? Und das ist jetzt eine spezifische Lösung. Wir haben einfach das gemacht, damit sie von Templates anfangen können. Wichtig ist, dass wir machen, das, was wir wollen, dass die Leute machen, müssen wir einfach machen. Ja? Die Leute werden immer den einfachsten Weg nehmen und das ist so okay. Wir können nicht erwarten, dass wir, das ist übrigens in Sicherheit ein großes Problem, in Sicherheitsthemen ist öfter, dass wir erwarten von Nutzer, dass sie, das ist ein klassisches Ding, wir erwarten von Nutzer, dass sie überall ein anderes Passwort haben, die schreiben das nicht auf und das komplett unique ist und die ändern das alle 3 Monate und alle Arten von Dingen, die kein Mensch machen kann. Ja, das war quasi der Stand der Dinge. Ein Gegenbeispiel von Make Excellence Easy. No one feels responsible to solve problems. Das ist ein großes Problem in vielen Unternehmen, oder? Und irgendwie rutschen diese Probleme zwischen Leute, zwischen Dinge, zwischen Verantwortlichkeiten. Ich sage einfach, take responsibility für Sachen. Auch die Sachen, die dir nicht so zugewiesen sind. Mach's einfach. Ich habe einen Kollegen, der heißt, das ist ein anderes Beispiel. Erstmal von Retrospektiva. Wir haben unseren Scrum Master verloren. Und mein Team stand, kein Witz, standen so 8 Personen da, haben gesagt, wir haben keinen Scrum Master, ja, jetzt 2 Wochen, jetzt wird es noch einige Wochen sein, wir wollen aber eine Retrospektive haben. Wie können wir eine Retrospektive haben ohne Scrum Master? Ich kann es kaum fassen. Nach 10 Sekunden sagt mein Kollege Daniel, ich könnte die Retrospektive moderieren. Ja? Und hört sich ein bisschen blöd an für euch vielleicht, aber das ist der erste Schritt in sowas. Hey, hier ist ein Problem, ich kann das Problem lösen. Ist ja nicht mein Job, aber das ist okay, ich kann das halt machen. Ja? Und das hat auch ein Kollege von mir, der Tobias, das ist der, der hat mich gesagt, hey, John, wir brauchen in Codecentric, wir brauchen Mentoring. Ja, wir haben ein Problem und so, wir brauchen so ein Buddy-System und Mentoring. So. Und du sagst, super, Tobias, mach das. Und ich weiß nicht, die Standortleiter mussten das eigentlich vorantreiben, bla bla bla. Tobias, ich gehe in Urlaub jetzt für 3 Wochen. Und wenn ich zurückkomme, will ich hören, was du gemacht hast. Habe ich ihm ehrlich gesagt. Und nachher hat er mir gesagt, ja, ich habe es gestartet, es angefangen, bla bla bla. Also, manchmal muss man einfach Leute motivieren, das zu tun, was sie sowieso machen wollen. Ja? Diese Verantwortlichkeit zu übernehmen, was sie eigentlich tun wollen, aber sie wissen nicht, ob sie dürfen oder ob sie können oder so. Ein bisschen Vertrauen, ein bisschen Motivation. Spannend, was man erreicht. Ich habe gesehen, in dieser Organisation, wo das Systems-Team komplett überladen war, hatten wir so einen Kanal in Microsoft Teams, wo Leute Fragen gestellt haben. Und da waren mehr und mehr Fragen. Es war so überladen, diesen Kanal. Ich dachte, hey, diese Leute haben kaum Zeit zu arbeiten, weil sie so überladen sind mit Fragen. Wir setzen ein Stack Overflow für Teams auf. Das ist so, wenn ihr so,
Stack Overflow kennt, dann kann man das kaufen, internen, man hat meinen eigenen Q&A intern. Super. Dann können die Leute so ein bisschen Gamification, gegenseitig die Probleme, gegenseitig die Fragen beantworten. Super, haben wir Probleme gelöst. Ich habe dann gefragt und Nils hat mich erzählt, wie der Prozess ist. Ich habe die wichtigen Teile, wichtige Aspekte da hervorgehoben, um diese Software installiert zu kriegen. Ja. Und dann habe ich einfach aufgegeben. Also ich bin direkt auf Schritt 11 gesprungen. Aber mein Kollege Daniel hat gesagt, nein, 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 das kriegen wir hin. Hat irgendeinem Open-Source-Tool geholt, hat das installiert, hat das konfiguriert und dann hatten wir so eine Q&A-Dings. Fand ich einfach cool. Also es geht darum einfach, ey, es gibt ein Problem, vielleicht ist nicht mein Team sein Problem, aber wir lösen das Problem, das ist eigentlich kritisch fürs Unternehmen. Aber was ihr wahrscheinlich sagt ist, okay, wir sollen jetzt die Probleme von anderen Leuten lösen, wir sollen jetzt andere Teams priorisieren über uns. Also ich habe keine Zeit, nicht mal meine eigenen Sachen abzuarbeiten. Wie soll ich jetzt alle die anderen Teams, alle die anderen Leute helfen? Das ist eine gute Frage. Dafür habe ich auch ein paar Ideen. So, das erste Problem sind Deadlines, oder? Und Deadlines, da müsst ihr euch fragen, wenn ihr Deadlines habt, wer hat dieses Problem erzeugt eigentlich? Weil die meisten Entwickler funktionieren ungefähr so. Und weißt du, wenn du dann eine Deadline hast, ja, selber dran schuld. Meine Lösung für das Problem ist, ich nenne das Hold Up a Mirror. Das heißt, am Ende des Sprints, zum Beispiel, wenn ihr Scrum arbeitet, wenn dann 6 Stories im Sprint waren und einer ist fertig und 5 sind almost finished. Ja, kennt ihr dieses Status, oder? Almost finished. Das ist so ein Alias für in progress, übrigens. 5 sind almost finished. Und dann sagt jemand, oh, wir haben so fast alles geschafft. Lass uns doch 5 in den nächsten Sprint nehmen. Dann sagst du, was war eigentlich das Ziel hier? Sachen fast fertig zu haben oder Sachen abzuschließen? Ja, du hältst einfach keinen Spiegel da mit den Daten, die wir schon haben. Die liegen vor uns, die Daten. Was ist eigentlich das Ziel? Was wollen wir hier erreichen? Das kann man auf Teamebene machen. Das, weil übrigens, es gibt sogar ein Hofstädtes Law drüber. Wenn man zu lange drüber nachdenkt, dann kriegt man eine Art Stack Overflow im Kopf. Ja, aber das kann man auch gegenüber die Organisation sagen. Jemand hat uns gefragt, hey, unser PO hat gefragt, ja, Management möchte wissen, ob wir diese Features in 6 Monaten liefern können. So, dann habe ich gesagt, so, bevor du überhaupt was antwortest da, sag erstmal, guck erstmal die letzten 2 Teams, ja, die was geschätzt haben gegenüber Management, gesagt haben, dann und dann sind wir mit diesen Features fertig. Sie haben ungefähr doppelt so lang gebraucht, als sie gesagt haben, um das zu liefern. Deshalb, egal was wir jetzt sagen, wahrscheinlich werden wir doppelt so lang brauchen. Ja? Ist nur statistisch so, Spiegel hochhalten, so ist das. Ich finde es ganz cool zu sagen, wir estimaten nicht, ja? No estimates. Aber sowas kann ich irgendwie nicht vertreten. Ja? Ich kann es nicht sagen, ja, wir estimaten nicht. Und deswegen finde ich, sowas einfach ein paar Fakten rauszuholen, aus am besten von deinem Team, am besten von der Firma, wenn das alles nicht geht, paar generalisierten Fakten über Software Estimates, solche Dinge, funktioniert ganz schon gut. Ja, dann spricht man halt Management an und wenn du mit Management, das ist eine E-Mail, ich habe da an Alex geschrieben, weil wir dieses endlose Verschiebung hatten anhand solcher Estimations. Wenn du mit Management reden willst, was du machst, ist mein Trick, du lädst sie ein zu einem Meeting. Weil du denkst, in Meetings kann ich ja, also ich vermeide Meetings, damit ich arbeiten kann. Aber Management, die gehen in Meetings, um zu arbeiten. Die finden Meetings fantastisch. Ja? So lädst du die ein und dann kannst du mit ihnen reden drüber. Ja? Gute Beschreibung, ist immer hilfreich. Anyway, nächstes Problem ist, wir haben so viel zu tun. Ja? Also wir müssen das tun und alles muss gemacht werden und so. Und die Lösung dafür ist eigentlich im Agilen Manifest sogar. Maximize the amount of work not done. Wir hatten in einem Team einen Gong. Und diesen Gong haben wir geschlagen, als ein Story fertig war. Erstmal.
Und nach einer Weile haben wir so ein bisschen Geschwindigkeit gekriegt. Und wie ihr seht, das ist eigentlich so ein Open-Plan-Büro. Und nach einer Weile dachten wir, okay, ich glaube, wir nerven die anderen Leute hier mit unserem kontinuierlichen Gong. Deswegen haben wir den Gong so in ein umgewickelt in the Won't-Do-Gong. Ja? Das konnten wir dann schlagen, wenn wir etwas nicht tun. Wisst ihr, was das allerbeste Resolution in Jira ist? Won't do. Ich kann unbegrenzt viel Won't do Stories in einem Sprint schaffen. Sehr, sehr schwierig für Leute, so zu denken. Ja? Es ist einfach bewiesen in mehreren Studien, dass Leute generell additiv denken und nichts subtraktiv. Sie nehmen nichts weg, sie wollen hinzufügen, um Probleme zu lösen. Das führt dazu, dass alles größer und größer und größer wird. Deswegen muss man Tactics anwenden. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, wir wollen, das ist von Gmail ein Screenshot, aber wir hatten so ein ähnliches Ding. Magazine, subscribed und ein Undo-Button. Das war alles ein Story. Du subscribest, du confirmst, dass du subscriben willst und dann hast du ein Undo-Button. Undo ist übrigens sehr schwierig zu implementieren. Und du denkst, brauchen wir nicht, aber du sagst, lass uns das auftrennen, damit du dein Subscribe-Feature schneller kriegst, trennen wir diese Undo auf in einem zweiten Story, die wir dann nachmachen. Und sobald Subscribe fertig ist, dann natürlich, wenn man das schafft, aufzutrennen, dann natürlich hat der PO der Wahl, will ich jetzt Undo machen oder will ich jetzt was anderes machen? Und in dem Fall haben wir Undo nie gemacht, weil es einfach weiter gerutscht ist runter. Und es kann ja sein, dass ihr denkt, hey, ich bin Agilist, ich weiß, wie das geht. 10 Jahre lang mache ich das. Ist okay, ich verstehe das, weil das ist so ein agiles Ding. Aber ich habe eine Frage. Deine Karriere als Agilist. Wann hat überhaupt jemand, das ist ein Zitat vom Manifest, wann hat jemand dir gesagt, Ulrich, es ist essentiell, dass wir maximisieren, wie viel Arbeit wir nicht tun. Ja? Nie hat jemand es dir gesagt. Das überrascht mich nicht. Aber es ist spannend, dass der Manifest sagt, dass es essentiell ist. Übrigens, das sollte ein Long Dash sein. Die haben ja 2, also das könnte man schnell korrigieren. Haben sie nie korrigiert. Manifest ist über 20 Jahre alt, hat trotzdem die Welt geändert und diese Korrektur ist irgendwie auf der Won't-Do-List, würde ich sagen. Ja, und irgendwann in deinem Projekt kommt so ein Moment, du hast versucht, die ganze Zeit die MVP kleiner zu machen, aber irgendwann sagen sie, warte mal, wir müssen doch liefern. Und dann kommt dieses Ding und alle diese Dinge, die so unglaublich wichtig waren und alle absolut mandatory waren, dann ein Drittel ist nicht mehr in Scope. Ja? Dieses Problem habe ich noch nicht gelöst. Vielleicht habt ihr das gelöst, wie man das von vornherein schafft und nicht nur am Ende, wenn Management kommt und Druck macht. Gutes Problem. Nächstes Problem. Obstructive Company Rules. Also die Firma sagt zum Beispiel, du darfst nur zwischen die Uhrzeit und die Uhrzeit Software liefern auf Produktion. Und dann sagen wir, okay, wir probieren das aus, okay, das stört unser Flow und dann streitest du ein bisschen mit ihnen und irgendwann habe ich ein Pattern dafür auch entwickelt. Das heißt, Ignore Pattern. Dann kriegst du ein paar gelbe Karte-Giffis von dem Architekt geschickt. Aber spannend ist, ich habe diesen Talk bei dem Unternehmen gehalten, wo wir das gemacht haben. Und der Typ, der es gesagt hat, saß da. Ich sage, soll ich das jetzt erzählen? Mit dem Ignore-Pattern? Ich mag es einfach. Und nachher haben gesagt, hey, wie fandest du das mit dem Ignore-Pattern? Und er sagte, John, du würdest es nicht glauben, aber du sprichst mir aus dem Herzen. Und ich fand es ganz schön cool, weil es so viele Dinge, die wir denken, oh Mann, darf man das, whatever. Also er meinte nicht nur Ignore-Button, er meinte insgesamt, aber für so viele Dinge haben wir Angst. Aber die Leute, die dann, du denkst, dich begrenzen wollen, sind öfter einfach dafür, dass irgendjemand was einfach tut. Aber es ist trotzdem, auch mit diesen Angehensweisen, ist trotzdem nicht möglich, die ganze Organisation zu verändern. Das stimmt. Und deswegen brauchst du ein Team. Du brauchst ein Team von Leuten, die das mitmachen. Zum Beispiel dieses Team hier, da sind wir. Das ist einer Typ, das ist der Daniel. Der Daniel
Das ist auch ein In-Action-Foto von Daniel. Daniel war Junior im Team. Wir waren so 8 Personen, Entwickler, würde ich sagen. Und dann haben wir gesucht, okay, wir brauchen ein Tech-Lead. Irgendwie mussten wir einen Tech-Lead nennen. Und ich dachte, oh, sie nennen mich Tech-Lead. Und dann muss ich in Meetings gehen und ich wollte andere Leute fordern. Und dann habe ich gesagt, Leute, lass uns Daniel nehmen, weil er der juniorigste Leute, Person ist. Der hat am wenigsten Erfahrung. Wir nennen ihn zu Tech-Lead. Und Daniel so, wenn du denkst, dass ich so kann. Und ja, da haben wir Daniel genannt. Und hat er, Moment, technischer Fehler. Und da haben wir Daniel genannt. Und tatsächlich innerhalb, I don't know, 6 Monaten hat er das, ist er so eingewachsen in diese Rolle. Er hat es besser gemacht, als ich es hätte machen können. Kann ich wirklich sagen, er hat es richtig gut gemacht. Und es ist spannend, was Leute machen, wenn du ihnen ein bisschen Vertrauen schenkst. Das ist etwas, das du nichts sagen sollst. Und hier ist, wie man, was passiert, wenn Junior entwickelt wird. Das habe ich auf LinkedIn gesehen. Das hat so ein bisschen mit Leute ausbilden zu tun. Also meine Frage... Das ist meine Frage dazu. Weil wenn du es richtig gut machst, irgendwann liegst du da im Bett und denkst, hey, alles, was ich machen kann, können die anderen Leute machen. Und irgendwie, wo ist eigentlich mein Grund, hier zu sein und so. Und hast ein paar Zweifel. Und wenn du diesen Punkt erreichst, dann, das ist das Moment, wo du dich wirklich Leiter nennen kannst. Wir haben in dem Dings, diesem Magazine-Projekt, haben sie irgendwann gesagt, brauchen wir eh nicht mehr. Dann haben wir einen Kerzen gekauft. Danke, CodeCentric hat es bezahlt. Die Kosten eingetragen da in unserem System. Und da im Hintergrund werden die AWS-Ressourcen alle runtergerissen von Terraform. Und ja, so das war diese Geschichte. Aber generell, die Results. Was kann man davon erwarten? Also ich habe noch nicht eine riesige Organisation transformiert. Aber was ich sagen kann ist, ich verlasse die Organisationen besser, als ich ankomme. Das kann ich sagen. Ich kann sagen, dass wenn du das tust in deinem Team, wenn du solche Dinge treibst in deinem Team, dann kriegst du solche Antworten von Leuten, solche Zitaten von Leuten. Und in einem so einem mittelgroßen Unternehmen haben wir geschafft, dass ich habe so Time to Market gemessen für 3 alte Projekte, die letzten 3 Projekte, so ein Durchschnitt abgebildet. Und dann habe ich gesagt, okay, mit dem nächsten Projekt müssen wir 10-mal schneller sein. Das haben wir einfach als Ziel gesetzt und tatsächlich erfüllt. Also wir waren 10-mal schneller zum Kunden. Und das heißt, 3% von den Kunden, die am schwerst Betroffenen von einem existierenden Problem, waren erstmal live. Die anderen nicht erstmal. Ja, also das muss man, es ist nicht, dass wir 10-mal schnell entwickelt haben, aber wir haben besser released und besser schneller zum Markt gekommen. War ganz schön cool. Also das haben wir geschafft. In CodeCentric selbst, ich sagte, in CodeCentric brauchen wir das nicht. Wir sind alle cool, wir wissen, was wir tun. Ja. Aber eigentlich haben wir auch da Probleme. Das war der Tobias, der hat mir sich gedankt bei mir, dass ich einen Schubs gegeben habe. Ich glaube, der größte Wert, dass ich bei CodeCentric hinzufüge, ist, ich überzeuge die Leute, das zu tun, was ich sowieso tun wollte. Ja. Der Pascal sagt, danke John Fletcher für den Arbeitsfortschritt, das zu machen. Das fand ich auch toll von Pascal. Und dann aber bin ich bei Big Business angekommen. Ja, also große Versicherung. Und da muss ich sagen, haben sie mich ein bisschen geschlagen, diese Leute. Also ich dachte, ich gebe auf. Das ist zu viel für mich. Ich bin überwältigt. Aber trotzdem haben wir ein paar Dinge gewirkt. Ja? Wir wollten so, wie immer, es gibt so massive MVP, oder? Es ist immer so, ja, MVP ist das absolut kleinste MVP, 1,5 Jahren. Du denkst, irgendwie bin ich ein bisschen ungeduldig. Und meine Lösung, ich nenne das einfach, ist nicht meine Lösung, ist einfach in aller Literatur so, aber ich für mich nenne das Race to Value. Ja? Also ich muss schnell die Leute, die Nutzer Wert geben. Und wir konnten nicht warten auf die ganzen Deployment-Strategien, ganz Produkt und bla 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 und Genehmigungen und was auch immer sonst war. Wir haben einfach gesehen, hey, es gibt Leute, die tarifieren in diese Versicherungsprodukte, die tarifieren sie mit Blatt, mit Stift oder sie machen so Matter oder die haben alle ihr eigenes Excel. Wir haben dann
ein Excel, ein Mega-Excel gebaut mit den Best Practices von allen als quasi Probe von was wir sowieso Spiele bauen wollten. Aber wir haben es in Excel gebaut. Also alle große Organisationen haben ein Office. Und das ist so der Geheim, die haben es alles installiert. Das ist dein Geheim-Auslieferungstool. Wir haben das Ding ausgeliefert. Wir waren so froh. Erstmal haben sie gesagt, die Leute in unserem Projekt gesagt, warte mal, wir sind, unsere Verantwortlichkeit ist es nicht, Leute Excel zu geben. Unsere Verantwortlichkeit ist jetzt, diese Software zu liefern. Ja, dieses Java-Ding. Aber wir haben es irgendwie hingekriegt. Und dann haben sie mir, uns, einen Preis gegeben. Gesagt, super, was ihr da gemacht habt. Ey, wir haben schon Wert von diesem Ding. Das ist erstaunlich. Also, denkt man einfach, wie kann ich Wert erzeugen, irgendwie, für die Leute jetzt. So, ich sage, join the movement. Wir haben kein Slack Workspace oder I don't know what. Jetzt eine Entscheidung, dass du selbst machst. Die Entscheidung zu do, then discuss. Help others before you help yourself. Build a career team und dann bringst du die Erwartungen runter, maximize the amount of work not done, make excellence easy, take responsibility und dann du vergrößerst deine area of influence und dann wiederholst das Ganze. Und wenn du das schaffst, falls irgendwann du das hinkriegst, das ganze Unternehmen zu transformieren, werden sie leider nicht sagen, hey, Marc, danke schön, dass du unser Unternehmen transformiert hast. Sie werden alle irgendwie denken, ja, wir haben es gemacht. Jeder wird denken, ja, wir haben die Organisation transformiert. Ja. Aber das ist okay, weil das war eigentlich das Ziel vom Ganzen. Dankeschön. Das ist mein LinkedIn und ich freue mich auf Feedback. Ich glaube, dass, ja, ich freue mich, wenn jemand mir was sagt, ob es gut war, schlecht war, was ich verbessern kann, whatever. Vielen lieben Dank, John, für den Vortrag. Jetzt haben wir, ich glaube, noch knappe 5 Minuten Zeit für Fragen. Für alle, die online mit dabei sind, ihr könnt auch Fragen mit einstellen und dann auch voten, wenn eure Frage schon geteilt wurde. Ansonsten jetzt einmal Blick in den Raum. Gibt es denn Fragen von euch hier an John? Oder Ideen? Was ihr halt gemacht habt oder was ihr vorschlagen könnt als ein Career Enablement Pattern, könnt ihr auch sagen, wenn ihr wollt. Ja, hier einmal eine Frage. Ja, hi, Colin hier. Danke erstmal für den Vortrag. Ich habe nochmal eine Frage spezifisch zu Enable Others Before Doing Your Own Work. Mhm. Da hattest du quasi das so ein bisschen ausgeführt, war aber, finde ich, ein bisschen abstrakt. Wie würdest du das denn sehen, gerade wenn es jetzt auch beispielsweise um Code-Reviews geht oder generelle Pull-Requests, würdest du sagen, okay, das hat quasi eine höhere Priorität vor der eigenen Arbeit oder wie seid ihr da im Team sozusagen in der Entwicklung vorgegangen? Ja, genau, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, also wie ihr so relative Prioritäten vielleicht eingeführt habt dazu. Ja, genau so. Also habe ich das, also lebe ich das, also nicht nur habe, also ich tue das. Du könntest sogar sagen, ganz von der Theorie her, wenn du einen Production Flow hast, also einen Manufacturing Flow hast, die Sachen, die am weitesten nach fertig sind, haben die höchste Priorität. Und wenn du am Entwickeln bist und etwas anderes ready for review ist, dann eigentlich hat das höhere Priorität. Aber auch mein Grunddenkweise ist einfach, ich möchte andere Leute helfen, ihr Arbeit zu tun, möchte sie voranbringen. Wenn man diese Einstellung hat, dann macht es für eine gute Umgebung sozusagen. Es ist schwierig, Leute zu sagen, hey, jetzt Colin, du musst jetzt aufhören und sofort Code Review machen. Das Leute wollen das nicht auf ihnen gepusht haben, aber wenn man das so schön voranbringt, dann ja, genau so. Ich habe noch eine fiese Frage zum Ende. Was würdest du als einer Führungskraft empfehlen, weil das hat ja viel mit Mindset zu tun, auch mit Rahmengebung, damit das funktionieren kann. Was würdest du der Führungskraft empfehlen, damit sowas passieren kann? Natürlich sehr schwierig, weil es kommt von der Führungskraft, hängt von der ganzen aktuellen Situation ab. Aber ich glaube, es hat viel mit Psychologie zu tun. Und ich glaube, wir nehmen nicht so schnell wahr, wie die Leute,
was Leute beeinflusst. Also Hauptsache ist, es ist nicht ein Knowledge Work ist so, dass es kommt darauf an, wie ich mich fühle. Also wie bin ich motiviert und so, das macht einen großen Unterschied. Und Führungskräfte sollen ein bisschen ganzheitlich denken. Was für eine Auswirkung hat es, wenn die Deutsche Bank entscheidet, wir verkaufen wir kaufen die Postbank, war das? Ah, Commerzbank? Postbank? I don't know. Sie haben eine gekauft und dann haben sie gesagt, wir integrieren alles. Und Leute haben so, I don't know, jahrelang daran gearbeitet, großes Projekt. Und dann haben sie gesagt, warte mal, weißt du was? Wir verkaufen das Ding. Alles auseinander, everybody, alles auseinanderbauen. Und dann irgendwann haben sie keinen Käufer gefunden und gesagt, wir optimieren das. Wir bauen alles zusammen. Optimierte IT-Flow. Was denkst du, das macht mit der, du denkst ja, super Entscheidung, ökonomisch. Die Mitarbeiter, ich glaube nicht, dass sie mehr arbeiten da. Die sagen, oh ja, wir warten einfach, bis sie wieder nochmal umentscheiden. Weißt du, also diese Dinge sind manchmal wichtig durchzudenken als Führungskraft. Was für einen psychologischen Impact habe ich auf den Mitarbeiter mit, was ich da tue? Cool. Ich sehe gerade, die Zeit ist vorbei. Gibt es noch irgendwas von den Online-Fragen? Online kamen jetzt gerade noch keine Fragen rein. Wenn der Vortrag noch nachwirkt, es gibt auch online noch Kanäle, auf denen man sich weiter austauschen kann. Ansonsten connectet euch mit John, gebt gerne Feedback. Ich weiß auch, Seibert Media intern gibt es noch Feedback, was wir dann noch in den Chat mit reinposten. Ansonsten herzlichen Dank, John, für den tollen Vortrag. Dann geht es jetzt erstmal ab in die Mittagspause und später dann auf der Mainstage weiter mit dem Leadership-Track. Ja. Dann. Vielen Dank. Vielen Dank euch. Hier noch ein kleines Dankeschön für dich.